Er öffnet Schranken nicht mit einer Chipkarte, sondern mit einem Mikrochip in seiner Hand. Jovan Österlund ist überzeugt, das macht das Leben einfacher, effizienter. Ich habe einen kleinen Chip in der Hand, der mich als Mitglied des Studios identifiziert. Ein winziger Mikrochip. Ich kann ihn nie verlieren. Der Akku geht nie alle. Das funktioniert auch für öffentliche Verkehrsmittel. Zum Bezahlen und als Zugang bei einer Airline. Ich kann Punkte und Meilen sammeln. Theoretisch kann ich den Chip für alles nutzen. Wir sind in Stockholm in einem Fitnessstudio. Es gehört zu einer großen schwedischen Kette. Jeder kann hier als Zugangsberechtigung ein Chip-Implantat nutzen. In Schweden haben gut 3000 Leute ein solches Implantat, Tendenz steigend. Sie alle wollen ihren Körper technisch optimieren. Ein Upgrade, mehr können. Bin ich deshalb ein Cyborg? Naja, ja. So wie jeder, der ein künstliches Werkzeug nutzt, um seine körperlichen Fähigkeiten zu verbessern. Das wäre auch jemand mit Krücken. Okay, das ist im Körper drin. Insofern ja, ich bin ein Cyborg 1.1. Der Chip, den Jovan unter der Haut hat, funktioniert mit NFC. Das steht für Near Field Communication. Viele kennen die Technik bereits vom Bezahlen mit dem Handy oder Kreditkarten und Mitarbeiterausweisen. Daten lassen sich so ohne Berührung auslesen. Der Chip sendet nicht von allein, sondern nur, wenn sich ein Lesegerät bis auf wenige Zentimeter nähert. Möglich machen das elektromagnetische Wellen. Statt in Karte oder Handy steckt der Chip hier direkt unter der Haut. Klingt nach Science Fiction. Doch in Schweden bereits Realität. Zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Mai 2017 hat die schwedische Bahn das Ticket fürs Chip-Implantat eingeführt. Ticket aufs Handy oder aus Papier? Unnötig. Und so funktioniert's. Jovan Österlund kauft seinen Fahrschein über die App. Das Besondere, die ID seines Chips ist bei der Bahn hinterlegt. Wenn Jovan so wie jetzt für einen Fahrschein bezahlt, ist diese Info mit seiner ID verknüpft, nachweisbar nur mit seiner Hand. Aber was ist der Vorteil des Implantats, wenn er das Handy ohnehin dabei hat? Du kannst dein Ticket nicht vergessen oder verlieren. Und die Bahn weiß so sicher, dass nur derjenige fährt, der bezahlt hat. Und tatsächlich, die Schaffnerin scannt Jovans Hand und fertig. Es gibt auch noch andere Fahrgäste mit Chip-Implantat. Das Scannen geht total schnell und unauffällig. Für Jovan sind die Chips zu einem Business geworden. Wir begleiten ihn zu einem Termin bei einem schwedischen IT-Konzern. Ein ganzes Team lässt sich hier heute Chips einpflanzen, um damit die Kopierer der Firma zu bedienen und die Pforte zu öffnen. Einsetzen wird sie Jovan. Er hat Erfahrung. Ungefähr 50.000 Menschen auf der Welt haben ein Chip-Implantat. Nach eigenen Angaben hat er den meisten von ihnen das Teil eingepflanzt. So sieht es aus. 12 mm lang und so dick wie ein Reiskorn. In einer Hülle aus hochpoliertem Glas. Früher war Jovan Piercer. Heute ist er CEO einer der bedeutendsten sogenannten Biohacking-Firmen der Welt. Diese Männer sind heute dran. Das Ganze wirkt nicht wie ein Business-Termin von Geschäftspartnern, eher wie ein Haufen aufgeregter Jungs. Hier gilt der Chip anscheinend als cooles Gadget. Hast du Angst? Ja. Ihr solltet meinen Puls filmen. Meine Uhr misst ihn. Sie zeigt vermutlich, wie nervös ich bin. Es wird ernst. Einmal tief einatmen. Und das war's schon. Danke. Hat's wehgetan? Ein bisschen. So. Dabei sieht's brachial aus. Diese Art von Spritze verwenden sonst auch Tierärzte, um Haustieren einen Mikrochip einzusetzen. Der Eingriff entspricht dem Stechen eines Piercings. Meist verheilt die Wunde innerhalb von 2 Tagen. Das medizinische Risiko schätzen Ärzte als relativ gering ein. Lass das Pflaster 24 Stunden drauf. Dann bist du sicher. Der Chip liegt im Unterhautfettgewebe, von außen unsichtbar. Auf Röntgenaufnahmen ist er gut zu erkennen.
Die Männer scheinen ziemlich begeistert zu sein von ihren neuen Cyborg-Skills. Aber das ist noch nicht alles, was die neuen Chip-Implantate können sollen. Wir treffen einen der wichtigsten Köpfe der Biohacker-Bewegung, Hannes Jöblatt. Wir sind bei der Firma Epicenter, eine Art Plattform für digitale Innovationen. Ihr Ziel, den menschlichen Körper und neueste Technik miteinander verbinden. Einer der wichtigsten Trends weltweit ist das Internet der Dinge. Wir haben Millionen von internetfähigen Devices überall. Smart Cars, Smartphones, Smart Homes, Smart Readers. Alles ist vernetzt. Aus dem Grund habe ich ein Chip-Implantat. Ich will, dass mein Körper die Sprache der Maschinen spricht. Zum Kennenlernen lässt Zjöblatt unsere Reporterin seine Hand mit dem Handy scannen. Ein weiteres Feature der Chip-Implantate in der Hand, es erscheint seine Visitenkarte. Ich habe den Chip gerade umprogrammiert. Zuletzt hat es ein YouTube-Video geöffnet, wenn man über meine Hand geswiped hat. Aber jetzt kommt meine Visitenkarte. Mithilfe einer App entscheidet Zjöblatt, welche Infos und Funktionen via Chip abrufbar sein sollen. So verändere ich, was drauf ist. Die Türen öffnen die Mitarbeiter in diesem Office klar mit ihren Chip-Implantaten. 200 Angestellte hier haben eins. Getränke aus dem Automaten kriegt Zjöblatt ebenfalls, indem er seinen Chip in der Hand scannt. Letztlich ist das aber nur Spielerei. Für Zjöblatt geht es bei den Implantaten darum, dass wir Menschen auf Dauer mit der vernetzten Welt mithalten. Unsere Körper sind großartige Naturprodukte. Aber es gibt Möglichkeiten zur Verbesserung. Darwin hat es gesagt, nur die Anpassungsfähigsten überleben. Wenn die Welt sich verändert, müssen wir uns mit ihr verändern. Und wie stehen die Schweden dazu, ihren Körper mit einem Chip aufzuwerten? Es ist ein Trend, der wohl bleibt. Es ist nur eine Frage der Zeit, ob einem das gefällt oder nicht. Ich finde Chips praktisch. Das spart Zeit. Wenn es richtig gut funktioniert, hole ich mir das auch. Das ist perfekt. Praktisch. Du brauchst nicht immer einen Geldbeutel. Ausweise. Alles ist an einem Ort. Das ist gut. Das sehen auch Sie hier so. Wir sind bei einem sogenannten Chips and Beer Event im Zentrum Stockholms. Jeder, der mag und über 18 ist, bekommt hier innerhalb weniger Minuten einen Chip implantiert. Kosten ungefähr 160 Euro. Und die Leute stehen Schlange. Im Internet gibt es sogar Sets zum Selbstimplantieren. Von solchen Experimenten rät der Profi jedoch ab. Als Laie sollte man sich unter keinen Umständen selbst etwas unter die Haut stecken, was zu einer Blutvergiftung oder abgestorbenem Gewebe führen kann. Das kann dich töten. So, Heidi, tief einatmen. Das war's schon. Uns hat überhaupt nichts weggezogen. Heidi Walli verspricht sich von dem Chip-Implantat viel mehr als nur Fahrkarten speichern und Türen öffnen. Ich werde auf dem Chip so viele medizinische Daten von mir wie möglich speichern, falls mir etwas passiert. In 5 Jahren werden alle Krankenwagen und Sanitäter ein Lesegerät dafür haben. Die wissen sofort, wer ich bin, ob ich irgendwelche Vorerkrankungen habe. Alles, was wichtig ist. Technisch wäre das möglich. Damit hätten Chipträger einen echten Vorteil. Doch was ist mit der Sicherheit? Wenn solche sensiblen Daten auf dem Chip hinterlegt sind, werden wir alle hackbar? Kann jemand meine Daten auslesen? Ja, sogar recht einfach. Die jetzige Generation von Implantaten ist dumm. Sie sind nicht verschlüsselt. Aber technisch ist es nicht schwer, Chips einzusetzen, die sehr viel höhere Sicherheitsstandards haben. Worum es uns hier geht, ist der Welt zu beweisen, dass schon heute Zehntausende Leute ein Implantat haben wollen. Bedeutet aber, je nützlicher die Implantate werden, desto angreifbarer werden wir potenziell. Zumindest solange die verpflanzten Chips keine besseren Sicherheitsfeatures haben. Wieso sind die Schweden dennoch so weit vorn in Sachen Chips unter der Haut? Vielleicht, weil sie mit Daten generell offener umgehen als wir.
Du kannst in Schweden von jedem Bürger online die Steuern einsehen, die Passnummer, die Telefonnummer, alles. Die Offenheit der Schweden ist für Außenstehende ziemlich erstaunlich. In Deutschland haben im Moment gut 4000 Menschen ein Chip-Implantat. Laut Chip-Experten ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis technische Hilfsmittel im Körper auch bei uns ganz normal sind. Denn die Möglichkeiten sind extrem erweiterbar. Jovan geht davon aus, ein Sensor im Chip könnte den Körper 24/7 überwachen. Ich will das große Gesamtbild, die Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz. Ich will mein EKG, EEG, Glucose, Blutfett. Die Technik ist doch dazu da, mich besser zu machen. Und das ist alles möglich. Es macht das Leben einfacher, bequemer. Und dennoch bin ich schneller und effektiver. Darum geht es doch. Optimierung. Fazit: Im Moment sind es noch erste Schritte durch eine Tür, eine Fahrt mit der Bahn, aber sie bedeuten etwas. Die Ära der Cyborgs. Sie hat bereits begonnen.